Genau, also dann fange ich mal an, mich vorzustellen. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich bin 27 Jahre alt, weiß aus Österreich und verwende keine Pronomen. Und das Bild kann man übrigens auf Twitch sehen, im Twitch-Stream. Für alle, die jetzt auf Discord zuhören, hier ist nochmal der Link. Bin hier aber nicht alleine. Also mache ich einfach mal weiter. Hallo, ich bin der Chris. Ich bin 39, ein weißer Cis-Mann. Ich verstehe mich als demisexuell und grey-aromantisch und ich wohne in Deutschland. Und ich bin das Tenna. Ich mache für Inspektren die Zeichnungen und bin Ace und ja, auch aus Deutschland. Ja, hallo zusammen auch von mir. Ich bin JJ, 33 und verwende keine oder sie Pronomen und ich komme aus der Schweiz und definiere mich als asexuell. Ja, das wär's von mir. Genau, und dann stellt sich natürlich die Frage, warum machen wir ausgerechnet heute einen Livestream? Warum macht Inspektren heute einen Livestream? Tenna, möchtest du das kurz zusammenfassen? Naja, weil heute am 11.10. International Coming Out Day ist und wir uns dann auch überlegt haben, dass wir ein zum Thema passendes Bild entwerfen. Also die, unsere Spürnasen kommen quasi aus einem, ja, wie soll ich sagen, Closet unter dem Boden raus. Ja, aber zur Geschichte habe ich jetzt nicht so arg viel reflektiert, da habt ihr, glaube ich, mehr gemacht. Ja, genau, da reden wir dann auch nachher nochmal drüber. Aber vorher möchte ich noch einen kurzen Hinweis geben, und zwar, der Livestream wird aufgezeichnet und dann im Nachhinein auf YouTube auch zu sehen sein, auf unserem Kanal. Ihr könnt jederzeit kommentieren, Sachen schreiben, Fragen stellen, wenn ihr wollt. Dann wäre aber noch zu erwähnen, dass, wenn ihr wollt, dass euer Name nicht vorgelesen wird und wir lesen teilweise Kommentare vor, dann könnt ihr das Emoji mit der Sonnenbrille in den Chat dazu packen. Also vor eurer Nachricht auf Discord ist das Doppelpunkt Sunglasses. Doppelpunkt. Und wenn ihr wollt, dass euer Kommentar überhaupt nicht vorgelesen wird, könnt ihr einfach auch vor eure Nachricht das Fledermaus-Emoji schreiben. Genau. Das war eigentlich das Wichtigste, oder? Haben wir noch irgendetwas Wichtiges vorher zu sagen? Ich denke, das sollte es gewesen sein. Ja, denke ich auch. Perfekt. Ja, dann fangen wir gleich mal mit der Geschichte vom Coming Out Day an, beziehungsweise vorher vielleicht damit, was heißt denn nun eigentlich Coming Out? Chris, möchtest du kurz den Begriff Coming Out erklären? Ja gut, effektiv Coming Out kommt von rauskommen. Effektiv ist es halt ein Äußern einer Person gegenüber einer anderen, dass die sich mit einem bestimmten Label identifiziert oder eine bestimmte sexuelle oder romantische Orientierung oder Geschlechtsidentität hat. An der Stelle muss man jetzt unterscheiden. Da gab es auch schon einen Podcast, also 2 Folgen darüber. Es gibt ein inneres Coming Out und es gibt ein äußeres Coming Out. Bei dem inneren Coming Out, damit beschreibt man so den Prozess, bei dem die Person sich über ihre eigene Identität klar wird, quasi sich selber bewusst wird, was mit ihr los ist, wird manchmal auch als Coming In bezeichnet, wenn ich das hier richtig verstehe. Das äußere Coming Out ist dann quasi das Äußeren gegenüber anderen Personen, das aus sich rausgehen an der Stelle. Und damit die eigene Identität und eventuell auch die Wünsche, wie damit umgegangen werden soll, zu kommunizieren. Ja, zum Beispiel sowas wie, ich hätte gerne, dass du diese und jene Pronomen für mich verwendest oder diesen und jenen Namen oder was auch immer dann noch mit der eigenen Identität zu tun hat oder zu tun haben kann. Genau. Und gibt dann noch einen Begriff, der, glaube ich, ganz interessant ist für heute. Das ist der Begriff Questioning. Der deckt sich so ein bisschen mit dem Begriff des inneren Coming-Outs. Das ist einfach der Prozess des Hinterfragens der eigenen Identität, also zum Beispiel der eigenen sexuellen, romantischen oder sonstigen Orientierung beziehungsweise der eigenen Geschlechtsidentität. Und da werden quasi die passenden Labels gesucht. Es wird vielleicht überlegt, könnte das auf mich zutreffen? Es wird vielleicht auch ein bisschen ausprobiert, begonnen, sich mit Labels zu identifizieren und quasi so ein Selbstfindungsprozess. Ja, genau. So, dann komme ich jetzt mal dazu, was ist der Coming Out Day? Der Coming Out Day findet jedes Jahr am 11. Oktober statt, also heute, und ist eben der Anlass für unseren Stream. Existiert seit 1988 und wurde als Aktionstag ins Leben gerufen, um an eine Großkundgebung für Schwulen- und Lesbenrechte zu erinnern, die im Jahr davor, also 1987, stattgefunden hat. Ja, und der National March on Washington for Lesbian and Gay Rights mobilisierte damals etwa 500.000 Menschen, also gar nicht so wenig. Und warum das Ganze, also für mich oder so wie ich es verstehe, geht es einfach darum, Menschen Mut zu machen, die sich gerade im Coming-out-Prozess befinden, egal wo, also ob das das Questioning muss auch nicht enden, also wir reden zwar oft davon, dass dann Labels gefunden werden, aber im Grunde kann Questioning auch eine eigene Identität sein. Aber egal, wo sich eine Person befindet, ob sie gerade angefangen hat mit dem Questioning oder ob sie irgendwo im inneren Coming Out ist oder ob sie schon angefangen hat, sich zu outen bei anderen Menschen, egal wo eine Person gerade steht, der Tag soll einfach auch Mut machen und ja, vielleicht auch ein wenig daran erinnern, dass Mensch nicht alleine ist in diesem ganzen Prozess und manchmal auch Chaos, würde ich sagen. Ist ja nicht immer so einfach. Schön wär's. Ja. Genau. Gut, dann denke ich, fangen wir auch mal mit uns an. Tenna, wie war denn so dein Questioning-Prozess, dein Coming-out? Magst du was erzählen? Naja, also der erste Questioning-Prozess war so mit 12. Als ich dann mitgekriegt habe, dass so um mich rum mein gleichaltriges Umfeld anfing, Boybands und Stars heiß zu finden und so, ne, so zu überlegen, wer ist interessant und ich dachte, nur, weiß nicht, Musik ist okay, aber die sehen irgendwie alle gleich aus, ich weiß nicht, was mit mir ist. Und habe dann so hin und her überlegt, aber nicht lange, also ich habe dann, weiß nicht, bin dann zu keinem Ergebnis gekommen, habe das dann zur Seite geschoben, weil es war halt für mich nicht relevant im Alltag ansonsten. Und das so richtig los ging das dann erst wieder, als dann ich meine erste Beziehung hatte, also als der erste Mensch an mir interessiert war. Und ja, und dann dachte ich, naja gut, okay, bist du vielleicht doch eine Hete, aber machst es irgendwie falsch? Also ich war quasi eigentlich die ganze Zeit so unterschwellig im Questioning-Prozess und habe mich aber nie damit auseinandersetzen wollen. Und dann ging das erst wieder 2016 los. Und dann bin ich halt über mehrere Ecken auf Asexualität gestoßen und habe dann so ein paar Erfahrungsberichte gelesen und dachte mir, oh Mensch, das klingt irgendwie so ein bisschen bekannt. Es hat dann wieder ein paar Monate gedauert, bis es dann gesagt ist und ich dann gesagt habe, okay, ja, das passt. Aber der Akzeptanzprozess hat dann auch noch mal ein paar Jahre gedauert. Obwohl ich relativ schnell mich geoutet habe bei Leuten, nachdem es Krieg gemacht hatte, aber so bis ich es akzeptiert habe, war dann auch eine ganze Weile. War es schwierig für dich, dich zu outen, oder lief das eigentlich von selbst? Ich habe ein unheimlich schlechtes Gespür für Timing und Wortwahl und Diplomatie. Also die ersten Coming-Outs waren ein bisschen schwierig. Aber naja, das nenne ich dann so meinen persönlichen Drachenzähmen und dann musste ich durch. Seitdem bin ich dann halt ein bisschen, also achte ich ein bisschen mehr auf Timing. Seitdem klappt das ganz gut. Ja. Das ist, ja. Chris, wie sieht's bei dir aus? Oder wie sah es bei dir aus? Oder sieht das aus, wie auch immer? Ja, ich habe locker so bis, also wahrscheinlich so bis 35, bis vor 4 Jahren oder so, habe ich so vor mich hingelebt und nie irgendwie groß einen Gedanken dran verschwendet. Ich fand das witzig, weil ich schon vorher irgendwie mit der Thematik von Asexualität irgendwie konfrontiert worden bin. Ich hatte irgendwie über 2 Ecken eine Facebook-Bekannte, die sich als asexuell geoutet hat, und meine Reaktion damals war halt so, ach cool, sowas gibt's auch. Dann noch eine andere gute Freundin, die mir erzählt hat, sie ist demisexuell, und da habe ich dann nachgefragt und hat sie mir das erklärt, und dann habe ich halt bei meiner Reaktion so, ja, irgendwie geht's mir genauso, aber habe da irgendwie auch nicht drüber nachgedacht so. Und dann kam irgendwann so Corona und eine Zeit, wo ich sehr viel irgendwie daheim saß und anfing auf YouTube irgendwelche Memes zu gucken. Und da gab es dann so Leute wie, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, One Topic at a Time zum Beispiel, so ein YouTuber, der reviewt halt einfach Memes und meistens irgendwie so im queeren Bereich. Und der hat halt einfach mal so ein Reddit-Memes, ich glaube 1/2 Stunde lang von einfach nur so asexual Memes irgendwie reviewed. Und das war irgendwie so ein, haha, ja, das ist relatable, das ist auch relatable, das ist auch relatable, Moment. Und dann fing irgendwie so das Nachdenken an. Und dann fing ich an, irgendwie mich einzulesen in die Thematik. Und bin dann auch relativ zeitnah auf das Demisexuell-Label nochmal gekommen. Und als ich mich da einlas, haben sich plötzlich so unglaublich viele Puzzleteile für mich zusammengesetzt in meiner Vergangenheit, und trotzdem war ich dann aber noch so 2 Jahre locker unterwegs und habe das Label erstmal so für mich ausprobiert quasi und geschaut, ob das jeweils irgendwie zutrifft, bis ich mich dann irgendwann mal geoutet habe. Tatsächlich, ich glaube, die erste Person, die ich das geschrieben habe, war diese Freundin, die sich auch mir gegenüber als demisexuell geoutet hat. Genau, und seitdem geht es jetzt irgendwie so Stück für Stück. Ich bin immer noch dabei, mich gegenüber Leuten zu outen. Voll, mir ist auch gerade so ein bisschen aufgefallen, kurz nachdem du zu sprechen angefangen hast, dass ich zwar gesagt habe, Questioning muss kein Ziel haben vorhin, aber dass ich trotzdem gerade irgendwie einfach in der Fragestellung und so davon ausgegangen bin, dass es das für uns doch hat. Das wollte ich gerade nochmal sagen, weil ich finde, das eigentlich gar nicht so ist. Und wir auch, also unabhängig davon, dass wir hier sprechen, dass sich theoretisch jeder in den Livestream einwählen kann und hier zuschauen kann, auf Twitch und auch hier auf Discord, es gibt keine Voraussetzung, also niemand von uns muss out sein, und auch das, was wir hier machen, oder für andere Dinge, die wir machen, müssen wir jetzt auch nicht gegenüber zum Beispiel Familie, Verwandten oder Freunden, FreundInnen out sein. Und es gibt ja auch gute Gründe, sich gegenüber manchen Leuten auch einfach nicht zu outen, zeitweise. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da muss jede Person für sich selber abwägen und schauen. Und auch da, wenn ich sage, jede Person muss für sich selber abwägen und schauen, gehe ich halt schon davon aus, dass eine Person auch zu einem Ende kommt in diesem Questioning. Und das ist aber auch einfach nicht zwangsläufig so und das ist auch nicht notwendig im Endeffekt. Dazu haben wir gerade schon eine passende Frage tatsächlich. Noch gefragt, warum manchen das Coming Out, also das Äußere in Klammern, so wichtig wäre. Da kann ich tatsächlich mal für mich sprechen. Ich persönlich fand es halt, da ich mit 33 es auch erst rausgefunden habe, sehr befreiend und ich war halt auch, also ich wollte das unbedingt dann halt auch mit den Leuten teilen, die in meinem engeren Umfeld sind. Also nicht mit allen natürlich, aber mit den Leuten, die mir wichtig sind, weil ich halt sehr, sehr froh war, dass ich diese Info über mich endlich hatte. Also das war halt auch dieses Puzzleteil, was auch endlich gepasst hat, das Chris vorhin auch erwähnt hat. Und der andere Grund, warum mir persönlich das äußere Coming Out auch wichtig ist, ist, ich kann dadurch halt auch andere weiterbilden in gewisser Hinsicht und auch als Ansprechperson dienen, wenn halt in meinem Umfeld Leute wissen, okay, da ist die eine Person, die ist Ace und dann kommt eine neue Person in ihr Umfeld, die eventuell auch in diese Richtung tendiert oder sich fragt, ja, bin ich Ace oder so oder bin ich Aro vielleicht, dann können die halt sagen, hey, pass mal auf, ich kenne da wen. Vielleicht kannst du dich mit der Person zusammentun, mit der mal reden. Und das würde nicht funktionieren, wenn ich nicht out wäre. Also. Das stimmt. Ja, beziehungsweise ich würde noch ergänzen, dass es für mich auch wichtig ist, weil ich halt dann schon gerne mit dem Namen angesprochen werden will, mit dem ich mich identifiziere, wenn es geht. Mhm. Also eigentlich, wenn es geht, schwächt das schon so ab. Also eigentlich will ich das und eigentlich wäre das respektvoll mir gegenüber. Und auch mit dem Pronomen oder eben ohne Pronomen angesprochen werden möchte. Und klar kann ich das auch einfach so sagen. Die Frage ist, ob das nicht einem Coming Out wieder gleichkommt, wenn ich das einfach so sage. Wahrscheinlich schon. Zumindest so weit, dass sich die Personen, denen ich das sage, sich denken werden, da ist irgendwas oder irgendwas wird das sein, gegebenenfalls auch etwas rein interpretieren, was vielleicht nicht so ist. Also wenn ich nur sage, ich würde gerne mit dem Namen angesprochen werden, könnte eine Person auch annehmen, dass ich binär trans wäre, was ja so jetzt mal nicht der Fall ist. Und was Aromantik angeht oder auch meine Grey Ace-Identität, ist das schon so einerseits, was Tenna auch gesagt hat, weil Menschen dadurch, dass sie Menschen kennen, auch einfach sich mit Dingen gegebenenfalls anders auseinandersetzen, wenn sie wollen. Natürlich, dass vielleicht weniger, also ich meine, ich kann nicht verhindern, dass Menschen irgendetwas auf mich, meine zwischenmenschlichen Beziehungen oder sonst etwas projizieren. Ich kann auch nicht vollständig verhindern, dass Menschen meine queer-platonische Partnerschaft falsch interpretieren. Aber es hilft schon. Also es hilft, dem ganzen Begriff zu geben, und zumindest manche Leute verstehen dann auch besser. Und das andere ist, dass ich schon gerne auch über die Dinge rede, die in meinem Leben relevant sind. Und ja, eine queer-platonische Partnerschaft ist in meinem Leben ein Stück weit relevant. Und darüber rede ich gerne so, wie es ist, und dann kommt auch schnell mal das Thema, ja, ich bin Aro. Aromantisch. Und ich möchte gerne über Dinge reden, wie dass ich hier gerade einen Livestream mache oder gemacht habe dann nachher. Ja. Mhm. Und wenn ich sage, ich habe einen Livestream zum Coming Out Day gemacht oder war beim Livestream zum Coming Out Day dabei, ist das auch ein Outing. Also es gibt einfach Dinge, die in meinem Leben eine gewisse Relevanz haben, und mich nicht zu outen würde ein Stück weit heißen, nicht darüber zu reden und Dinge nicht mit Menschen zu teilen. Und das führt dann wieder dazu, dass man sich vielleicht, oder dass ich mich vielleicht dann ein bisschen einsamer fühlen würde. Also grundsätzlich geht es da einfach für mich auch darum, wie ich mit anderen Leuten über Dinge rede, die mir wichtig sind. Oder eben nicht. Also ich muss mich jetzt auch nicht bei jeder Person auf dieselbe Weise outen, aber ich glaube, da reden wir vielleicht auch nochmal drüber zu einem anderen Zeitpunkt in dem Stream. Also im Großen und Ganzen, sorry, im Großen und Ganzen kannst du ja sagen, oder kannst es so zusammenfassen, man will sich halt nicht unbedingt verstecken oder verbiegen, und nicht ständig um irgendein Thema rumlavieren, nur um es zu vermeiden. So, sorry, Chris, ich habe dich unterbrochen. Tja, ich wollte hier nur was vorlesen, nämlich Noah hat geschrieben, mir war das äußere Coming Out, also dass ich asexuell bin, super wichtig, weil ich mich das erste Mal verstanden und nicht mehr kaputt gefühlt habe und das gerne teilen wollte. Das passt da ja auch ganz gut dazu. Ja. Genau, und eine andere Person hat noch, also Restlands Cuts, hat noch das Video, das Coming-Out-Video von Jaden Animations geteilt im Discord-Chat und geschrieben, ich hatte so lange gedacht, dass ich einfach nur bi war, aber dieses YouTube-Video hat mir wirklich geholfen, um Ace zu identifizieren. Ja. Genau, Jaden thematisiert das ja auch mit dieser Überlegung von, offensichtlich empfinde ich gegenüber Männern und Frauen genau dasselbe, muss ich wohl irgendwie bi sein, auch wenn ich eigentlich genau dasselbe gar nichts empfinde. Was anscheinend bei mehreren Aces irgendwie ein im Questioning-Prozess mal vorkommt. Ja, yeah, it's a thing. Yeah. Ich hatte das auch, aber man schnallt halt nicht, wenn die Leute nicht drüber reden, dass man nicht halt, wie soll ich sagen, keine sexuelle Anziehung, also dass man halt keine sexuelle Anziehung empfindet und dass das, was man halt dann so eben allen Geschlechtern gegenüber, also in Anführungszeichen gleich empfindet, halt nicht dasselbe ist wie bei anderen Leuten. Das ist schon total. Also ich hatte das nicht, und das ist auch ein Thema mit der Unsichtbarkeit von bestimmten Spektren und Orientierungen. Aber ich möchte da mal kurz nochmal zurückgehen, weil ich finde, dass wir immer sehr schnell, also auch in der Folge, die wir gemacht haben, sehr schnell von diesem, ja, bin bi, und dann habe ich noch das, also in der Folge war es das Label, und dann habe ich noch Aro gefunden, jetzt war es, und dann habe ich noch Ace gefunden. Wir gehen immer direkt zu einer Person, die Ace oder Aro, aber nicht bi ist, geht über bi zum Label Ace oder Aro. Und Fakt ist halt auch, dass es Personen gibt, die Ace, Aro, Aro Ace oder was auch immer sind und auch bi sind. Und das ist für die, glaube ich, halt nochmal anders, weil das bi-Label oder das M-Spec-Label, ob jetzt Bi-Pan, was auch immer verwendet wird, das verschwindet ja dann nicht durch die Ace- oder Aro-Identität oder Aro-Ace-Identität, die gegebenenfalls dazukommt. Und das finde ich schon auch nochmal wichtig zu betonen, dass so ein Coming-out auch in, ich sage mal unter Anführungszeichen, Stufen verlaufen kann. Also eine Person kann, keine Ahnung, zu einem Zeitpunkt ein Coming-out als bi haben, und dann kann sie ein Coming-out, keine Ahnung, als Ace haben in dem Fall zum Beispiel, oder auf dem Aro-Spektrum oder dann erstmal, keine Ahnung, Gender Questioning, was auch immer. Und das eine invalidiert nicht das andere. Mhm. Oder natürlich mag es auch Leute geben, und die Leute gibt es auch, die dann feststellen, ja, ich habe dieses Label verwendet und entweder hat das nie gepasst und jetzt habe ich das, was wirklich passt, oder es hat sich wirklich verändert und war fluide und jetzt passt ein anderes Label besser. Das gibt's auch alles. Aber es gibt eben auch die Personen, die dann einfach, also was ist einfach? Das ist nicht, für viele Leute ist es nicht einfach, aber die halt, was weiß ich, bi sind und dann eben bi Aro sind oder bi Ace. Mhm. Mhm. Also im Endeffekt. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen unterbrochen, aber das habe ich mir schon bei der Folge so gedacht und jetzt musste das mal raus. Ja, nee, ist ein guter Punkt. Also letzten Endes kann es halt nicht sein, dass es ja eigentlich nur, also für manche dann nur ein bisschen genauer wird, was das Label angeht. Also dass es ein bisschen feingliedriger wird. Ja, und bei anderen halt nicht. Bei anderen ist es dann eher so ein, ah nee, okay, das Label hat dann doch nicht gepasst. Also, ja. Es ist, wie du sagst, völlig unterschiedlich, wie sich das entwickelt bei den Leuten. Ja. Voll, aber jetzt können wir nochmal oder zu dem Thema gehen, das ihr vorher angeschnitten habt. Und das ist ja auch, also ich habe schon so Unsichtbarkeit genannt, aber es ist ja auch so eine Hürde im inneren Coming Out für viele Leute, dass sie die Informationen nicht haben oder relativ, also es wird, glaube ich, besser, aber relativ lange brauchen, um die Informationen zu finden, dass es sowas wie zum Beispiel das A*spec, das A*spec gibt. Für mich hat es auch gedauert, um rauszufinden, dass es sowas wie Nicht-Binarität gibt. Also ich kannte ja nur schwul, lesbisch, bi und binar trans sehr lange. Und ich glaube, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum manchen Leuten das äußere Coming Out so wichtig ist, das ist für mich auch so ein Punkt, dass ich ganz viele Dinge ganz lang nicht wusste und ganz lang keine Menschen kannte. Also ich kannte generell kaum Menschen, die irgendwie queere Label verwendet haben, also eigentlich gar nicht. Aber noch weniger Menschen, die irgendwie eben ein Erleben hatten, dass sie das ähnlich beschrieben werden konnte zu meinem und dementsprechend Menschen die Worte verwendet haben, die ich jetzt verwende, um mein Erleben zu beschreiben. Die kannte ich nicht. Und wenn mein Coming Out das für ein paar Leute einfacher macht, diese Begriffe kennenzulernen und zu wissen, dass es diese Menschen gibt, weil sie wissen, dass ich dieses Wort verwende, dann ist es das schon wert gewesen. Definitiv. An der Stelle, ich hatte ja gesagt, wenn das eine Person ist, ich bin ganz klar, wenn das eine Person ist, dann ist es eine Person. Sorry, Chris. Aber das ist mir wichtig, weil für mich war das nicht so cool. Wenn das für eine Person dann irgendwie einfacher ist, dann ist es mir wichtig. Definitiv ein gutes Beispiel dafür, denn im Rahmen meiner Recherche bin ich halt auch auf den Inspektren-Podcast gestoßen und da habt ihr mir ganz viel geholfen bei meinem inneren Coming-Out. Oh, und jetzt bist du da, sehr cool. Und jetzt bin ich da. Da will ich mitmachen, da will ich auch, wenn ich wie du sagst, wenn einfach nur eine Person dann irgendwie mal kommt und sagt, hey, weil ich dich da gehört habe, habe ich irgendwas über mich selber erfahren, dann war es das definitiv wert. Voll. Und Dinge nicht zu wissen, ist halt auch, also keine Worte zu haben, um sich irgendwie zu beschreiben, oder ich habe es neulich mal einer befreundeten Person nochmal gegenüber so ausgedrückt, keine Leute gesehen zu haben, wie die ich sein wollte, oder mit denen ich mich irgendwie identifizieren konnte während meiner Kindheit und Jugend. Das lustig war es nicht so. Und dementsprechend will ich das, also wenn ich das irgendwie verbessern kann oder die Situation irgendwie verbessern kann für andere Menschen, dann werde ich das tun. Weil es geht halt, also, geht halt nicht nur um mich. So. Ja, ich finde auch generell, man kann schon sehr, sehr viel tun, auch wenn man sich gar nicht vollständig outet. Also ja. Ich bin jetzt zum Beispiel bei meiner Familie, bei meiner Mutter und meiner Tante geoutet und mir nicht. Und dann bei eigentlich relativ vielen Freunden. Aber dadurch, dass ich einfach in der Schweizer Community noch ein bisschen tätig bin, auch schon Workshops gemacht habe oder was auch immer, ich bin eigentlich für sehr vieles zu haben, solange ich da nicht irgendwie, keine Ahnung, im Schweizer Fernsehen auftreten muss oder so. Und da kann man auch schon sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben, ohne dass man sich bei jedem outen muss. Natürlich immer mit der Gefahr, dass man dann geoutet wird, aber man weiß dass dann immer, dass die Leute, die dann das über mich wissen, die waren auch schon offen für das Thema, weil die selbstständig zu diesem Workshop oder was auch immer gehen mussten. Folglich, das ist dann für mich wie auch wieder in Ordnung. Also ja, ich glaube, man muss sich auch nicht unbedingt outen, um schon sehr vieles machen zu können. Total, also das denke ich auch. Man kann, oder eine Person kann auch ganz viel machen, ohne geoutet zu sein. Ich finde, es ist halt, macht halt dann nochmal einen Unterschied für mich, geoutet zu sein. Aber klar, das ist keine Verpflichtung und man kann auch so schon eine Menge tun. Mhm. Ich hatte es nur einmal, also dieses, weil du gesagt hast, dann hat die Person sich schon von selber mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mal ein Podcast-Video gemacht und eine Tante von mir ein Podcast-Video, eine Podcast-Aufnahme, ein Interview mitgemacht. Und eine Tante von mir hat dieses Interview zufällig gehört, weil sie den Podcast gehört hat. Podcast einer größeren Zeitung in Österreich. Und hat meine Stimme erkannt. Also so ganz easy ist es dann halt auch nicht. Und ich war bei der zu dem Zeitpunkt auch ungeoutet. Und mir ist es lieber fast, glaube ich, also ich meine, es hat mich jetzt nicht gestört, aber ich kann verstehen, wenn es Leuten lieber ist, dass sie von vornherein geoutet sind, bevor sie gegebenenfalls in so eine Situation kommen, denke ich. Ja, ich glaube, mir wäre es tatsächlich fast lieber umgekehrt. Aber eben, ich mache ja auch nicht, momentan zumindest nicht bei Interviews mit, wo die so öffentlich sind, dass es kein queerer Content ist, wo man schon weiß, dass man etwas Queeres anhört, weil eben, wenn ich nur bei queeren Sachen mitmache, dann sind es zumindest mal queer-friendly people und dann ist die Gefahr für mich auch kleiner. Aber ja, mir ist es bewusst, mir ehrlich gesagt wäre es mir auch fast egal, wenn das jemand erfährt, also. Aber ja, irgendwie möchte ich mich nicht selber outen müssen. Ja, das ist ja auch, finde ich, total legitim, weil da ist halt der Punkt, Personen, die nicht queer sind, müssen sich halt auch nicht outen. Ja, andererseits, genau. Ja, es ist halt dann, ich meine, ich glaube, es gibt viele gute Gründe, sich zu outen. Es gibt auch sehr gute Gründe, sich nicht zu outen, würde ich mal sagen. Und das und manchmal ist genauso auch legitim. Und manchmal ist es einem auch einfach egal und manchmal will man es einfach nicht selber machen. Und manchmal ist die Tatsache, dass es keinen Grund gibt, sich zu outen, auch ein Grund, sich nicht zu outen. Ja. Ist auch total die valide Entscheidung. Mhm. JJ, willst du noch was über deinen Questioning- und Coming-out-Prozess erzählen? Du hast jetzt schon gesagt, du bist nicht bei allen Leuten geoutet. Mhm. Ist vielleicht auch ist eine wichtige Perspektive und ein wichtiges Thema auch. Ja, ich weiß nicht, für mich, tatsächlich war das innere Coming Out für mich 1000-mal wichtiger als das äußere. Aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich es sehr, sehr spät kennengelernt habe. Ich habe natürlich auch so, ich habe auch so Erfahrungen gemacht wie das Tenna, so in meiner frühen Teenagerzeit mit Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe. Habe dann einfach gedacht, entweder die anderen sind komisch oder ich bin komisch, aber auch egal. Und es war dann erst viel später, in Beziehungen unter anderem, wo ich dann einfach Mühe hatte und nicht verstand, weshalb Leute Sex haben wollen. Also es war für mich einfach, weshalb muss das zu einer Beziehung gehören? Das habe ich mich immer gefragt. Und irgendeinmal war es für mich einfach wirklich belastend, dass ich das gegoogelt habe, was stimmt mit mir nicht und so. Und dann kam ich dann nach ein paar Suchanfragen tatsächlich auf das ROAS-Spektrum Schweiz und so weiter und habe dann viel darüber gelesen und dann war es wie so, okay, Fall klar. Aber es war mir irgendwie auch egal. Ich habe da wie vorher schon beschlossen, dass ich nichts tun muss, was ich nicht möchte. Es war aber trotzdem eine Bestätigung zu wissen, dass es nicht total abnormal ist. Und dann habe ich es wie irgendwie ein Jahr lang gar nicht mehr, oder ja, ziemlich lange, etwa ein Jahr, nicht mehr darüber nachgedacht, bis dann irgendwie durch ein Gespräch mit einem Ex-Freund auch die Frage kamen viele Fragen zum Thema, auch ein bisschen über diverse Sachen wie zum Beispiel Lebensplan, wie gestaltet man das Leben, wenn man keine Beziehung möchte oder hat, unabhängig davon, ob man möchte. Und dann habe ich beschlossen, da mal an einem Treffen mitzumachen. Und dann kam nach und nach dann sowohl der letzte Teil des inneren Coming-Outs als auch der erste Teil der äußeren Coming-Outs. Ja, eben, bei ein paar Leuten bin ich geoutet, aber eigentlich immer nur, wenn ich einen Grund dafür hatte oder wenn es mal zum Gespräch kam. Ich erzwinge es nicht. Ja, das ist meine Story. Ist, glaube ich, auch sehr gut, sich dabei nicht zu stressen. Also, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sich so damit zu stressen, bei allen Leuten out sein zu müssen, dass es einen Menschen irgendwie belastet oder so. Vor allem, wenn man gerade selber nicht weiß, wenn der Person selber nicht weiß, wie sie das gerade anstellen soll oder unsicher ist oder so. Ja. Ja, voll. Also, aber ich denke, es ist ja sowieso beides legitim. Wenn man schnell möchte, dass das alle wissen, weil man sich so darüber freut, ist das genauso in Ordnung, wie wenn es eigentlich egal ist, ob die Leute das wissen oder nicht. Voll. Wobei man in dem Fall vielleicht doch sich vorher Gedanken drüber machen sollte, wie man das dann formuliert und wann man es anbringt. Weil, wie gesagt, ich bin da halt sehr damit rausgeplatzt und das war halt teilweise sehr, das hat mir einige unschöne Erfahrungen beschert und einige unschöne Diskussionen und das hätte ich geschickter angehen können. Deswegen mein Tipp, macht euch vorher Gedanken, sucht euch das Timing aus, dann klappt das in der Regel deutlich besser. Ja. Kann immer noch schief gehen, aber erkläre ich das so, dass die Person es so versteht, wie ich es meine, ohne irgendwie irgendwelche Labelsprache und queere Sprache zu verwenden, sondern einfach mit den einfachen Worten. Und das endet natürlich auch bei jeder Person fast in einer anderen Form von Outing. Aber das macht es irgendwie auch interessant. Das heißt, du outest dich eher ohne Label zu verwenden beim Outing? Also, das Label, natürlich, also ich verwende das Label asexuell oder Ace schon als Wort, aber ich mache sonst mit irgendwelchen Vergleichen. Also zum Beispiel, wenn jemand nicht versteht, eben ich kann mich ja trotzdem verlieben, warum bin ich dann asexuell und so? Und dann erkläre ich es einfach, gut, der Teil ist jetzt schwierig, aber vor allem, was asexuell bedeutet, mache ich einfach so, ja, eben, verliebst du dich in dasselbe Geschlecht, also wenn es jemand cis-hetero ist, oder verliebst du dich in ein anderes, nur in das andere Geschlecht oder was auch immer, und dann frage ich, ja, wie ist es dann für dich, also wenn sich jemand immer nur ins andere Geschlecht verliebt, wie ist es dann für dich, wenn du Leute vom gleichen Geschlecht siehst? Und für mich ist es dann einfach für alle Leute genauso. Ein bisschen so, das verstehen Leute viel, weil sie einfach so die Idee von gay gut verstehen. Und dann mache ich es irgendwie so. Aber dann gibt es auch andere Leute, denen sage ich einfach, ich finde, ich mag Sex nicht wirklich, aber ich kann mich verlieben. Und dann, keine Ahnung, aber sie verstehen dann, was es für mich heißt. Was nicht heißt, dass es für andere dasselbe heißt. Ich sage dann schon immer noch, aber wenn du andere Personen triffst, die sich als asexuell definieren, frag nach, was es für sie bedeutet. Weil das nur, was es für mich bedeutet. Wir haben gerade einen recht langen Kommentar bekommen. Will den irgendwer von euch vorlesen, bevor ich was dazu sage? Weil ich glaube, ich kann da und möchte da auch was zu sagen. Okay, kann ich gerne übernehmen, also das vorlesen. Für mich ist das äußere Coming-out ein sehr schwieriges Thema, weil ich im christlichen Umfeld aufgewachsen bin und da viel in das Leben und damit auch das Beziehungsleben der Mitglieder in Anführungszeichen eingemischt wird. Stichwort kein Sex vor der Ehe. Und ich deshalb ganz lange dieses "Euch geht nicht an, wie ich mein Leben lebe, mischt euch nicht ein" festgehalten habe und halte an dem immer noch fest. Betrifft nicht nur Sex, sondern auch andere Bereiche. So ein tatsächliches Outing an sich hatte ich nur mal in einer ADHS-Selbsthilfegruppe, als an einem Abend das Diskussionsthema Sex war und jeder in der Runde dann über seine Ansicht zum Thema geäußert hat. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass das Asexualität ist. Ich habe das also eher als kein Interesse an Sex in der Runde beschrieben. Das habe ich aber auch nicht als Outing wahrgenommen. Ein inneres Coming-out hatte ich so richtig nie. Für mich war das halt einfach eine Eigenschaft, die ich habe. Als abnormal habe ich das nicht empfunden, es hat mich eher genervt, wie präsent das Thema Sex ist. Das Thema Sex ist nämlich gerade da auch, ja, ich persönlich finde, dass das Thema Sex gerade in diesem, also im christlichen Umfeld teilweise mega präsent ist, allein durch dieses kein Sex vor der Ehe. Ich kenne das nämlich selber sehr gut, also auch wie es ist, in so einem Umfeld aufzuwachsen. Und ich kann das irgendwie nachvollziehen, auch wenn es für mich, also ich glaube, ich habe eine ganz andere Konklusion daraus gezogen. Also ich finde dieses "euch geht das nichts an, wie ich mein Leben lebe, mischt euch nicht ein", finde ich total relatable, aber bei mir hat das irgendwie dazu geführt, mich erst recht zu outen teilweise. Ich denke, für mich ist es so, dass ich hatte ja also auch gerade, weil ich schon, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, den ich da für mich wahrnehme zu der Person, die das geschrieben hat. Ich könnte auch total Unrecht finden oder total Unrecht haben. Die Person hat ja geschrieben, sie hat das nicht als abnormal erlebt. Und ich hatte halt glaube ich, meinen ersten Ansatz an Questioning als Kind, mehr oder weniger. Also während meiner Grundschulzeit. Und habe dann irgendwann, als ich so 10 war, gedacht, mehr oder weniger, als ich rausgefunden habe, dass Transmenschen existieren, aber rund um mich sehr viel Message bekommen habe, Transmenschen und Queerness generell und Homosexualität sollten eigentlich gar nicht existieren und sind falsch. Deswegen das auch nicht, also ich habe das einfach gar nicht für mich auch annehmen können und irgendwie hat es dann doch auch nicht gepasst und ich habe dann halt irgendwann mal entschieden, nö, ich bin halt nicht trans. Und habe das quasi more or less verdrängt, würde ich sagen. Oder versucht, es zu verdrängen. Es gab dann halt immer so Situationen, wo ich, also zum Beispiel immer, wenn irgendwie binären Jungs oder Mädels getrennt wurde, wo ich dann selber so einen kleinen Zusammenbruch hatte und plötzlich zu weinen begonnen habe und es absolut nicht gepasst hat und alles irgendwie falsch war, aber ich nicht sagen konnte, warum. Weil ich mir das halt selber auch nicht eingestehen konnte. Und long story short, also irgendwann kam dann auch Aro und meine A*spec-Identität dazu, weil halt in dem Umfeld, in dem ich mich befunden habe, also ich sag's mal so, kein Sex vor der Ehe oder die Annahme, dass Sex nur in der Ehe stattfinden soll und die Romantisierung von Ehe führt dazu, dass Sexualität extrem romantisiert wird. Und gleichzeitig habe ich immer erlebt, dass gesagt wurde, am besten haltet ihr, also quasi so diese Beziehungsrolltreppe, diese Annahme, ja, man hält Händchen, dann will man immer mehr, dann küsst man sich und irgendwann liegt man dann halt automatisch im Bett, weil das so von selber geht. Und darum soll man am besten gleich schauen, dass man da gar nicht so nah rankommt oder so. Und insofern habe ich halt dann gesagt, ja gut, wenn ich mir bestimmte Arten von Sex so gar nicht vorstellen kann und ich kann sie mir halt in diesem romantisierten Kontext nicht vorstellen, dann will ich das gar nicht, dann will ich da gar nichts davon. Und das war halt irgendwie, und gleichzeitig wird halt von dir erwartet, dass du irgendwann dann doch eben heiratest und dann halt diese Familie gründest und Sex hast und I don't know, irgendwie Gottes Plan erfüllst, I guess. Und das war halt schon irgendwie, für mich gab es halt, also in der Welt, so, also in diesem Weltbild würde ich jetzt auch sagen, sobald das so eng ist und so streng ist, also klar gibt es da auch andere Einstellungen dazu, auch in einem christlichen Kontext, also es gibt liberalere Positionen, aber sobald das so streng ist, gibt es in dieser Welt für mich keinen Platz. Einerseits aufgrund meiner Aromantik nicht und aufgrund meiner Gender-Identität nicht. Und insofern, und dadurch, dass da halt auch keine erwachsenen Leute waren, die irgendwie offen queer waren, bin ich schon mit sehr viel Queerfeindlichkeit und internalisierter Queerfeindlichkeit auch aufgewachsen. Und da kam ich mit mir selber auch nicht gut klar. Und aber dadurch, dass ich weiß, dass ich halt, oder jetzt weiß, dass ich halt nicht die einzige Person war oder bin, der es je so gegangen ist und dass da andere Leute waren, denen es so ging und dass es wieder Leute geben wird, denen es so geht, ist das für mich halt schon auch ein Thema, wo ich sage, ja, ich oute mich halt erst recht. Einfach wegen diesen anderen Leuten, die danach kommen. Oder auch unter anderem wegen diesen Leuten, die danach kommen. Und weil ich mich nicht verstecken will. Aber andererseits zu sagen, hey, es geht euch einfach überhaupt nichts an, ist halt auch eine total wahre Aussage. Weil es geht eigentlich niemandem was an. Und dass Menschen diese Messages bekommen oder dass ich diese Messages bekommen habe, ist halt einfach auch, das ist eigentlich das Problem im Endeffekt. Und es sollte halt niemand verpflichtet sein, sich da dann zu outen. Und gerade das kann ja auch ein Grund sein, sich erst recht nicht zu outen. Gerade wenn man, solange eine Person noch zu sehr in einem Umfeld ist, das klar queerfeindlich ist und das dann Schwierigkeiten nach sich ziehen kann. Oder wo ein Outing ja auch wirklich Folgen haben kann oder sehr negative Folgen haben kann. Also es kann immer und überall negative Reaktionen auf ein Outing geben, aber wenn es dann gegebenenfalls im Zuge eines Outings zu Gewalt, psychischer Gewalt angeboten oder Nahelegen von Konversionstherapien und anderen Problemen kommt. So. Also, solange es sicherer ist für eine Person, auch sich nicht zu outen, ist es, denke ich, auch immer oder gut, wenn eine Person auch auf ihre Sicherheit achtet. So, jetzt habe ich viel zu viel geredet. Leute, die jetzt in Anführungszeichen nur im Twitch-Stream sind, sehen mich die ganze Zeit nicht zustimmend nicken. Aber ja, so ein bisschen kann ich mich anschließen. Ich bin halt auch sehr ländlich aufgewachsen, katholisch, Bayern, konservativ, auf dem Dorf. Ich meine, ich hatte jetzt nicht das Problem mit Nicht-Binarität, aber ich habe mich quasi einfach hart in die jeweiligen Rollen gefügt, die irgendwie so zu erwarten sind. Wie beschreibe ich denn das? Natürlich bin ich ein Mann, der irgendwie halt dann irgendwann mit Bart unterwegs ist. Natürlich bin ich ein Junge, der dann irgendwie auf Mädels steht, so die Richtung. Natürlich war, hey, du bist schwul, irgendwie voll die Beleidigung auf dem Schulhof. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt einfach null reflektiert. Das war einfach so. Ich bin so aufgewachsen, ich habe nie irgendwie gelernt, dass es irgendwie auch anders geht. Ich bin auch super behütet aufgewachsen, irgendwie bunterer Kram, den gab es vielleicht mal irgendwie im Fernsehen. Aber in Krimis, die Leute sind dann gestorben. So, also ganz schwer. Ich habe das Gefühl, die überhaupt irgendwie die Möglichkeit zu kriegen, in irgendeinen so Questioning-Prozess zu gehen, ist bei mir passiert, als ich 250 Kilometer von meinem Heimatdorf weg in die Stadt gezogen bin und da dann überhaupt mal mit ein bisschen queeren Leuten irgendwie konfrontiert worden bin. Voll. Also es war auch so, ich weiß gar nicht, so manchmal diese weirde Erkenntnis von, wie, das gibt's nicht nur im Fernsehen. Also, so war ich drauf. Ja, ich hatte dann, mein Coming Out wurde ja dann wieder angestoßen, auch als ich eben aus meinem Umfeld raus war. Und es ging mir halt auch zu dem Zeitpunkt, und darum würde ich schon sagen, dass mein inneres Coming Out auch, ich sage mal, das Wichtigere war, soweit man das halt, also ich weiß nicht, ich finde es schwierig, das zu vergleichen tatsächlich, aber auf jeden Fall, ich sage mal, zumindest sehr heilsam war, weil, also klar, ich hatte dann noch ich hatte jede Menge Struggles, mich dann so anzunehmen aus, ja, wohlgenannten Gründen, und bin dann auch mich hat ja dann tatsächlich eine befreundete Person, weil es mir zu dem Zeitpunkt einfach relativ schlecht ging mit mir selber auch und ich das Gespräch gesucht habe, von wegen, was ist mit mir los, habe ich so nicht gesagt, aber halt über diese Themen zu sprechen, tatsächlich gesagt, ja, such dir doch mal Leute, denen es auch so geht. Und ich sage immer, es war das sinnvollste, aber auch inkonkreteste Ratschlag meines Lebens, weil suchen ist ein bisschen kompliziert, weil man nicht weiß, was man suchen soll. Oder das fand ich zumindest. Und was ich gefunden habe, oft war erstmal auch nicht so angenehm im ersten Moment, sage ich mal. Also, es gab halt sehr viele bescheuerte oder sehr, sehr problematische, sage ich mal, Forenantworten, die ich irgendwo gelesen habe, bevor ich dann erstmal auf den Begriff Asexualität gestoßen bin. Das war das Erste, was ich gefunden habe. Und dann so langsam in die Community reingekommen bin. Und als ich dann in der Community mal einer nicht-binären Person begegnet bin, dann auch so irgendwie so voll den Flash hatte. Oh, okay, ja. Das ist es. Das ging dann tatsächlich sehr schnell. Das ist aber dann auch, also zumindest bei mir war das ein sehr empowering Gefühl, so irgendwie einfach mal einen Begriff dafür zu haben und festzustellen, ja, das gibt's und das geht nicht nur mir so, sondern es gibt irgendwie andere Leute, denen es auch so geht. Total. Wir haben nochmal Kommentare bekommen auf Discord. Ja, aber richtig. Ich schaue hier nebenher auch in den Twitch-Chat. Da haben sich gerade nur Leute verabschiedet. Das ist so okay. Dann würde ich den mal vorlesen. Samu schreibt, das mit dem Sexualität romantisiert, finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ich hatte es, glaube ich, tendenziell eher umgekehrt empfunden. Like, ich will eine Ehe, wo romantisch verknallter Kram nicht mehr so eine Rolle spielt und man sich einfach schon kennt. Kann ich nicht einfach den ganzen Kram mit Dating und so überspringen? Das ist gut. Also, ja, das gibt sicher auch, also ich empfinde es, glaube ich, gerade deswegen als romantisiert in dem Kontext, weil es halt ist, ja, das, also, weil Sex halt dort auch zur höchsten Form von unter Anführungszeichen Liebe oder romantischer Liebe stilisiert wird oder zur größten Form von Nähe. Ich glaube, ich muss jetzt, also ich werde es trotzdem sagen, dass ich dem nicht zustimme und dass dann quasi das Narrativ ist, ja, du gibst dann diesem einen Lebenspartner, den du dann hast, weil du sollst ja keinen anderen haben, weil das ist dann irgendwie, ja, weil du nur einer Person irgendwie so nahe sein sollst, kannst, weil das so ein großes Geschenk ist, der gibst du das dann ganz. Und das ist halt schon eine sehr romantisierte Vorstellung im Endeffekt. Das ist halt überhöht. Ja, also schon eine sehr überhöhte. Und als das höchste Ziel quasi. Das ist halt dann anderen Beziehungsformen und Reaktionen gegenüber ja, abwertend. Und es trifft halt einfach nicht auf alle Menschen zu. Ich meine, klar gibt es Menschen, für die ist es so. Das ist auch vollkommen okay. Aber das darf halt nicht generalisiert werden. Und ich kann das aber, das mit diesem kann ich einfach das Dating und so überspringen, das kann ich so als sozialphobischer Mensch sehr nachvollziehen. Weil wie soll ich sagen, da muss man irgendwelche Skripte bedienen unter Umständen, die man nicht versteht. Wobei, ich meine, ich verstehe das schon mit, ich will eine Ehe, wo romantisch verknallter Kram nicht mehr so die Rolle spielt, also eine nicht romantisierte Ehe quasi, beziehungsweise das, was nach dieser romantisierten oder nach dieser romantischen, ich sag mal unter Anführungszeichen, Phase kommt. Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wie Ehe gesehen wird, auch in einem bestimmten Umfeld oder so. Und ich meine, für mich ist es halt so, ich will sehr vieles, was in einem typisch romantischen Bild von einer Ehe eine Rolle spielt, vielleicht eher nicht. Um es mal so zu sagen. Ja, ich denke, es kommt einfach auf das Bild von Ehe an. Ich meine, wenn man so zurückgeht, waren Ehen sowieso erstmal Zweckgemeinschaften. Ja. Und das ganze romantische Gedöns drumherum, das kam ja erst relativ spät in der Menschheitsgeschichte. Insofern, ja, das, also natürlich geht das ohne den ganzen romantischen Kram. Klar. Man muss es halt einfach nur anders definieren. Das ist doch vollkommen okay. Aber heutzutage wird es halt trotzdem in vielen Kontexten romantisiert. Leider, ja. Und dementsprechend ist das Bild mit dem ich aufgewachsen bin, halt auch ein romantisches. Mhm. Weil das kommt ja nicht nur pur durch jetzt aber irgendwie christliche Erziehung. Das ist, nein, natürlich ist ja um dich rum, dass es in den Medien, in allen Büchern, die du liest, alles ist irgendwie im Fernsehen kommt, alle Lieder, die du irgendwie hörst im Radio. Du kriegst das halt einfach von allen Seiten, wie sich's gehört, in Anführungszeichen. Natürlich, aber dieses ganz enge, du hast keinen Sex vor der Ehe und das ist das eine, was dann genau mit dem einen Lebenspartner Menschen geteilt wird, binären Partner Menschen geteilt wird, ist halt schon ein sehr, also ein natürlich nicht nur in diesen Kontexten präsentes Bild, aber eben auch in diesen Kontexten präsentes Bild. Mhm. Und das überlagert sich halt heutzutage mit der Romantisierung von romantischen Paarbeziehungen, Lebenspartnerschaften. So. Wir haben noch eine zweite Frage, eine ganz kurze. Die fragt, wo man solche Leute findet, speziell im Real Life. Ich weiß jetzt nicht ganz sicher, was man meint. Also solche Leute wie andere queere Leute. Ja, das bezog sich, glaube ich, auf meine Aussage, dass mir eben befreundete Person von mir mitgeteilt hat oder damals gesagt hat, ich könnte doch nach Leuten suchen, denen es so ähnlich geht wie mir. Mhm. Mm. Naja gut, ich meine zum einen Stammtische beziehungsweise je nachdem, in vielen Städten gibt es ja halt auch queere Cafés, Treffpunkte etc., die Anlaufstellen. Da mal gucken, was da halt im Umfeld, im näheren Umfeld halt verfügbar ist. Ja, und ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass je offener man reden kann, desto eher stellt man fest, mein Umfeld war vielleicht doch schon queerer, als ich immer dachte. Weil dann nämlich auch die anderen anfangen zu reden. Und das kann schon mal vorkommen. Ich habe halt auch, wie ich angefangen habe, mich zu outen, erst dann teilweise durch Outings oder einfach auch rausgefunden, wer in meinem ursprünglichen Umfeld genauso queer war wie ich und wir haben halt nie drüber geredet, weil wir es alle nicht wollten und uns alle selber nicht mochten und alle unseren Kampf allein gekämpft haben. Aber grundsätzlich sind, glaube ich, Stammtische auch immer eine tolle Anlaufstelle. Ah. Mhm. Okay, wenn man nicht so der Gruppenmensch ist, könnte das natürlich etwas schwierig werden. Moppi schreibt noch gerade dazu, dass Moppi schon mal in einem Queer-Café war, aber halt Probleme mit Gruppen von Menschen hätte und dann halt nicht geschafft hat, mit irgendwem zu reden. Dann kann vielleicht, wenn das eine kleinere Gruppe ist, vielleicht hilfreicher sein oder halt, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Sich einfach mal dann online mit Leuten vorher schon mal austauschen und die dann quasi die Gruppe mal kennenlernen, einzeln. Also, und dann hat man zumindest mal so ein, zwei Leute, die man und vorher schon kennt. Genau, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Also manche Stammtische haben ja auch, oder Gegenden haben ja auch WhatsApp-Gruppen und oder Discord-Server oder sowas in die Richtung. Mhm. Und da ist es ja möglich, auch vorher mit Leuten zu schreiben oder zu reden. Ich tue mir tatsächlich auch manchmal einfach schwer zu Stammtischen zu gehen. Es ist für mich halt so weit handelbar, dass ich es dann immer wieder doch mache. Es ist halt unangenehm. Aber das hilft mir tatsächlich schon, wenn ich das Gefühl habe, ich kenne ein paar Leute schon, oder wenn ich das Gefühl habe, ich gehe in eine Gruppe, da kenne ich Leute schon oder dann kenne ich Leute so ein bisschen oder habe zumindest schon mal mit denen geschrieben oder schon mal mit denen gesprochen. Sowas. Oder manchmal gibt es tatsächlich auch Menschen, denen man schreiben kann, dass sie einen abholen. Oder so, wenn man sich mit sowas schwer tut. Also oder manche Gruppen bieten das an. Ja. Oder falls es möglich ist, vielleicht eine Person aus dem eigenen bekannten Freundeskreis mitnehmen. Manchmal kann die Person auch als Eisbrecher funktionieren. So. Deswegen auch, als ich das erste Mal zum Stammtisch gegangen bin, da saß ich, glaube ich, auch erstmal relativ awkward rum, bis mich dann Leute angesprochen haben, wer ich eigentlich bin und so. Und dann war irgendwie das Eis gebrochen und seitdem ist das okay. Bei mir war allerdings auch wichtig, dass die Location, wo der Stammtisch war, die kannte ich schon. Dann hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, das fühlt sich irgendwie safer an, dahin zu gehen, als wenn das irgendwie sowas Unbekanntes ist. Voll. Ja, und bei uns jetzt in der Schweiz ist wirklich oft so, dass an den Treffen meistens sind einige Leute da, die noch nie da waren. Das heißt, man ist wie nicht alleine im zum ersten Mal da sein. Und selbst wenn auch viele, die dann schon ein-, zweimal da waren, kennen dann trotzdem fast niemand, weil wir es in der Schweiz verteilen, die Treffen. Und dadurch kommen immer wieder andere Leute auch noch dazu. Und ich würde sagen, das macht auch schon etwas niederschwelliger. Aber das müssten eben alle vorher wissen, dass sie nicht alleine zum ersten Mal da sind. Aber jetzt wissen es alle, die Inspektren hören. Samu hat noch geschrieben, mir persönlich hilft das, wenn es irgendwie noch ein Nebenthema oder Programm gibt. Also kein freies Quatschen, sondern zum Beispiel ein Schreibtreff, Workshop etc. Und das finde ich auch ein guter Punkt. Das machen wir in der Schweiz auch oft. Wir haben unsere Treffen, wo wir wirklich meistens irgendwas machen. Zum Beispiel sind wir mal in ein Spielmuseum gegangen, wo man so Retro-Games und so spielen konnte, oder Zoos ist noch sowas, Tiergarten oder irgendwas. Wir machen wirklich oft in den Treffen irgendwas und dann kann man kommt da wunderbar durch die Treffen durch, ohne jemals über das Thema ROAS zu sprechen. Aber gleichzeitig wir haben dann auch noch Gesprächsgruppen, da spricht man dann wirklich nur. Aber da kann man sich wie aussuchen, was man möchte. Muss ja nicht zu allem gehen. Kann ich auch empfehlen. Also die Treffen sind wirklich lustig und die Gesprächsgruppen sind irgendwie auch gut besucht. Also einfach so. Voll gut. Das heißt, Mobi muss in die Schweiz kommen. Morgen ist eine in Basel. Also das ist nicht so weit von Deutschland, je nachdem, wo man herkommt. Ja, wollte ich gerade sagen, je nachdem, wo man lebt. Ja, und österreichische Grenze ist auch nicht weit von Zürich, also von dem her. Oh, wow. Was mir tatsächlich auch hilft, ist vorher mal, aber das hast du schon gesagt, wenn du den Treffpunkt schon kennst, dass es einfacher wird. Aber mir hilft es tatsächlich auch, wenn ich den nicht kenne, dass ich vorher schon mal vorbeischaue, so casually. Mal vorbeigehe, kurz reinschaue, keine Ahnung, und dann wieder gehe, einfach um zu wissen, wie sieht's aus. Oder jetzt noch was ganz Albernes, das war bei mir ein bisschen das, was ich Angst hatte, dass es irgendwie nicht gut läuft oder ich mit den Leuten nicht klarkomme oder was auch immer. Ein Treffen nehmen, das weiter weg ist. Damit man es wie nicht vermasselt mit den Leuten, die nahe sind oder so. Keine Ahnung, es ist einfach, Distanz macht mich mutiger, sag mal so. Verstehe schon. Ich glaube auch tatsächlich, dass es für mich, wenn ich eine längere Strecke fahre, ich so das Gefühl habe, also dann kommt bei mir so das Gefühl auf, hey, jetzt bist du schon da. Jetzt überwind dich mal und geh da auch rein. So. Ja gut, das ist der Aufwand, den man halt betrieben hat, der das Ganze dann rechtfertigen muss, dass der gerechtfertigt sein muss. Genau. Sangenkost-Fantasy. Residence Cuts empfiehlt gerade einen, also vom Stuttgarter Stammtisch, den Theaterbesuch, der im November stattfindet. La Cage voll, ein Käfig voller Narren wird besucht. Also wer interessiert ist, einfach schreiben. Sie treffen sich vor Ort nach dem Stammtisch. Also wendet euch an Wrestlings-Cuts. Ich würde mal ganz gerne nochmal auf das Bild zurückkommen, weil wir haben Melle jetzt ganz sträflich vernachlässigt. Ja. Also ich schaue schon die ganze Zeit so, es ist ultra faszinierend. Ich habe mich komplett hypnotisieren lassen, wie Apples Shirt gemalt wurde. Bitte, Finn? Ich habe gesagt, erzähl uns was über das Bild, Tenna. Sag uns, wie es momentan ausschaut. Melle, können wir mal das ganze Bild kurz haben? Also unsere Spürnasen haben sehr viel Farbe bekommen. Also die sind fast vollständig ausgefärbt. Also wir sehen halt, wie gesagt, nochmal die Falltür, aus der AC, Apple und Flick raussteigen und sehr, sehr fröhlich reinschauen. AC hält die Falltür auf, ist auch vollständig koloriert. Also zumindest sieht es so aus. Apple hockt so in der Mitte, grinst in die Kamera. Flick lässt sich von Aaron raushelfen. Aaron kniet halt vor der Falltür. Ausnahmsweise sogar mal die Mütze zur Seite kriegt. Das ist, als ich das gesehen habe, dachte ich, wer bist du und was hast du mit Aaron gemacht? Und ansonsten, der Hintergrund ist noch komplett weiß. Ich bin mal gespannt, was Melle da zaubert. Aber die Kolorierung ist halt traumhaft. Also die Schattierung ist richtig, richtig schön mit schönen Lichteffekten und Aaron sieht so knuffig aus. Aaron ist Zucker. Es ist so richtig cool. Mhm. Ja. Das Bild ist toll. Ein großes Lob, Melle. Voll. Ja. Danke dir. Ja. Gut. Also es gibt übrigens auch hier, ich meine, wir sind hier alle auf Aspec German unterwegs in dem Discord, außer jetzt die Leute, die nur auf Twitch zugucken. Aber es gibt da hier die regionalen Gruppen, wo auch Stammtische sich teilweise zusammenfinden. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel für mich, ich habe den Karlsruher Stammtisch darüber gefunden, dass es halt hier eine Regionalgruppe gibt, wo auch angekündigt wurde, wann und wo der stattfindet. Genau, vielleicht, ich weiß nicht, ob man sich da aktiv dafür freischalten lassen muss. Vielleicht ist das noch News für manchen, der hier gerade zuhört. Mhm. Genau. Ja, dann lasst uns vielleicht zum nächsten Thema weitergehen. Oder habt ihr noch was zu sagen dazu? Hallo an die Person, die gerade auf Twitch Hallo geschrieben hat. Hi. Okay, dann Hello. Habt ihr Tipps fürs Coming Out? Wie outet ihr euch? Habt ihr Tipps, die ihr geben wollt? Was denkt ihr? Naja, es kamen ja schon ein paar Tipps, oder? Dass Tenna gesagt, sich vorher gut zu überlegen, was man sagt, unter anderem. Und ich würde mich dem mal anschließen, das ist sicher ein guter Tipp. Ich finde es nämlich ehrlich gesagt total schwer, so ein bisschen Tipps zu geben, weil, also ich meine, ich habe vor dem Stream drüber nachgedacht und dachte so, ja, nicht zwischen Tür und Angel, nicht vorher einfach drüber nachdenken. Und dann dachte ich mir, ja, und dann gibt es deine, und es gibt auch tatsächlich diese Gespräche, zu denen ich mich mit Leuten hingesetzt habe. Dann hat es sich ergeben, dass man drüber geredet hat und dann habe ich es voll bedacht und voll in einem längeren Gespräch über verschiedene Themen und das dann irgendwie gegenseitig bereichernd war, das einzubringen. Und dann gibt es meine Chaos-Outings. Und die sind zwischen Tür und Angel, die sind total random, die sind teilweise bestehen die aus mehreren einfach Hinweisen, teilweise keine Ahnung. Und ich kann halt nicht sagen, dass das nicht manchmal auch passt. Ich glaube, das kommt auf die Person und die Situation an, fürchte ich. Ja. Ja. Es gibt wieder mal keine einfachen Antworten. Na, das ist schon gut so. Der einfachste Tipp, den wir geben können, ist, wenn es sich für die Person, die sich outet oder die darüber nachdenkt, sich zu outen, richtig anfühlt, das ist, also horchtet euch rein, seid ihr der Meinung, dass es für euch richtig ist? Fühlt es sich gut an oder habt ihr Bedenken? Also das ist das Wichtigste, worauf ihr achten solltet. Wenn ihr Bedenken habt, lasst es. Voll. Ja. Mhm. Und sich nicht dazu drängen lassen oder gedrängt fühlen, sondern es wirklich machen, weil man es machen möchte und weil es sich richtig anfühlt. Und alles andere sind keine legitimen Gründe eigentlich. Also, ja, zumindest keine schönen Gründe. Vielleicht gibt es schon legitime Gründe. Ich würde sagen, es sind keine hinreichenden Gründe. Okay. Also, wenn sich jemand eigentlich nicht wohlfühlt und sich eigentlich nicht outen will, dann kann es noch so viel für wen anderen vielleicht gerade nützlich sein. Nö. Also, du musst es schon, also eine Person sollte schon selber auch wollen, aus freien Stücken tun, da selber die Möglichkeit haben. Ansonsten ist es, also unter Druck oder so, ist nicht gut. Ja, und je nachdem, was das Auto... Also, ich dachte gerade... Also je nachdem, was bei dem Out... wozu man sich outet, ist eben die Frage auch noch, es könnte auch gefährlich sein und man muss aufpassen, dass die eigene Sicherheit da immer bestehen bleibt. Also gerade wenn man in irgendwelchen kirchlichen Gemeinschaften ist, zum Beispiel, oder ultra queerfeindliche Umgebung oder was auch immer. Es gibt sicher Gründe. Ich kenne zum Glück in meinem Umfeld keinen solchen Grund, aber es wird Gründe geben und Sicherheit ist sicher auch etwas Wichtiges, was man sich vorher überlegen soll. Ja, voll. Wie wir vorher auch schon gesagt haben, Sicherheit geht einfach vor. Ich würde da jetzt noch ergänzen in irgendwelchen konservativ kirchlichen Kreisen. Also wie gesagt, es gibt auch liberalere Kreise und es gibt Kreise, wo es überhaupt kein Problem ist. Also wir sollten hier nicht alles über einen Kamm scheren, aber eben wie gesagt, Sicherheit geht vor, das kann die Person, also klar verschätzt man sich manchmal, aber wenn eine Person sich nicht sicher fühlt in ihrer Umgebung und vielleicht auch diese Umgebung nicht verlassen kann, dann geht das auch einfach vor. Also dann gibt es keinen Grund, dass die Person das... Also ich meine natürlich, wenn sie es gerne ignorieren möchte, werde ich auch nicht sagen, oute dich nicht, aber dann geht trotzdem Sicherheit vor und wenn die Person das nicht wenn die Person sich nicht outen möchte, dann muss sie sich auch nicht outen. Da muss ich jetzt dran denken, dass in der Podcast-Folge ihr als Antwort, glaube ich, mir vorgelesen hattet, eine Person, die meinte, sie outet sich gegenüber Leuten und verwendet das so ein bisschen als Lackmustest, ob diese Person irgendwie vertrauenswürdig ist. Das fand ich einen interessanten Aspekt. Da würde ich dann aber auch sagen, oh wow, dann hab aber bitte auch einen Plan B, wenn die Person überhaupt nicht damit klarkommt. Beziehungsweise dann brauchst du ein sehr dickes Fell. Oder so. Unter Umständen. Ja, wobei, was die Person nicht geschrieben hat, ist, an welcher Stelle in ihrem Prozess mit einer anderen Person das vorkommt. Also okay. Für mich natürlich ist vorstellbar, dass die Person einfach gerade eine Person kennenlernt und der gleich sagt, so, das sind meine Label XY und das ist, wenn die Person das möchte, natürlich auch total legitim. Um da eben rauszufinden, ob die Person überhaupt eine Person ist, mit der sie zu tun haben möchte, ja, dann braucht die Person vielleicht ein dickes Fell, weil sie nicht abschätzen kann zu dem Zeitpunkt, wie die andere Person reagiert. Andererseits glaube ich, dass die wenigsten von uns eine Sache erzählen und dann sagen, der Person vertraue ich voll und ganz, sondern das sind Prozesse. Also, wenn ich rausfinde, und Vertrauen, ja, Vertrauen ist für mich so ein bisschen ein schwieriges Thema oder ein herausforderndes Thema, aber wenn ich versuche rauszufinden, ob ich einer Person vertrauen kann, erzähle ich der ja nicht auch alles auf einmal. Der erzähle ich mal das, mal das, mal das. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für die Person, die das geschrieben hat, auch irgendwo in dem Prozess vorkommt. Und das wurde eben nicht beschrieben, von dem her. Wollte ich das nur mal so gesagt haben. An der Stelle ist es dann auch interessant mit den Chaos-Outings, weil dann kann man mal hier oder da irgendwie quasi so den Satz droppen und dann einfach schauen, ob die Person dann sich selber zusammenreimen kann, was los ist, ja. Und wie die dann reagiert. Natürlich. Was gibt es denn für Möglichkeiten, sich zu outen, außer in einem Gespräch? Oder außer zu sagen, ich bin oder ich verwende das Label XY? Man macht einen Stream drüber. Ja, genau, das kann man natürlich auch. Wir können Leute zu diesem Stream einladen. Wir können natürlich... Also was auch immer eine Möglichkeit ist natürlich, ist einen Brief zu schreiben, wenn eine Person irgendwie das Gefühl hat, sich schriftlich besser ausdrücken zu können. Oh, Moppy hat geschrieben mit Kleidung. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also irgendwie Kleidung mit Pride-Farben oder auch, ich meine, theoretisch kann auch Ace draufstehen oder irgendwas anderes. Symbolik tragen. Aber Symbolik verstehen das andere Menschen. Also ich meine, ich trage meine Ace-Drachen-T-Shirt überall, weil ich mir so todsicher bin, das kapiert genau niemand, wo es nicht explizit auch ist oder weiß, aus anderen Gründen. Das finde ich so ultra safe. Aber wenn eine Person weiß, dass die Ace-Farben die Flaggenfarben sind, ist es halt trotzdem Outing bei der Person. Nur weil ich mich innerhalb der queeren Community oute, ist es ja nicht weniger ein Outing. Ja, also, ich schau mal. Ich sag's dann, ich mach's dauernd, aber mir ist noch nie passiert. Also nur von Leuten, die es vorher schon wussten, die haben dann erkannt, dass es ein Ace-T-Shirt ist, aber nicht umgekehrt. Beziehungsweise, es ist ja auch, selbst wenn ich mal einer Person begegne, die auch auf dem A*spec ist oder die auch nicht binär ist, wenn die die Flaggenfarben erkennt oder so, ist das ja auch ein Outing. Oder wenn jemand Buttons auf der Kleidung trägt und ich die erkenne. Gut, also die Buttons, das ist also ja ich denke schon eindeutig queer. Das checkt man, glaube ich, schneller mal. Das also zumindest, dass es irgendwas Queeres ist, und dann kann man es noch googeln, wenn man es wissen möchte. Und ich kann mich ja auch als queer einfach outen. Also es geht vielleicht nicht jedem so, aber Aber für mich ist das halt schon auch ein Outing und für mich ist auch, wenn mir jemand seine Tasche hinstellt und ich sehe, da sind irgendwie Pride Pins drauf und da ist vielleicht auch eine Regenbogenflagge drauf oder so ein Regenbogenpin. Oder selbst wenn da ein Pin ist, auf dem einfach queer auch draufsteht. Ist das ja trotzdem Outing mir gegenüber in dem Moment, oder ich oute mich gegenüber der anderen Person, dass die auch queer ist oder vielleicht sogar mein Label teilt, macht es ja nicht weniger zu einem Outing. Ja, das stimmt natürlich. Ich habe mich, also ich habe mich bei zwei Personen tatsächlich bei Sprachnachricht geoutet, was richtig lustig ist, weil ich mache normal überhaupt keine Sprachnachrichten, sondern schreibe eher ewig lange Textnachrichten. Aber in dem Moment war das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Wir haben auf Twitch noch eine Frage, die noch ein bisschen zurückführt zu den Stammtisch und Leute kennenlernen. Catbear hat geschrieben, bei mir in der Nähe kenne ich keine Ace-Treffen, aber einen queeren Stammtisch. Habt ihr da Erfahrungen mitgemacht? Und es gibt ja leider oft Gatekeeping. Also ja, Stammtische hat man ja vorhin. Das fanden wir recht hilfreich, wenn man da einen findet, wo man irgendwie Anschluss findet. Aber Gatekeeping ist vielleicht noch so ein interessantes Thema. In dem Fall vor allem halt Gatekeeping innerhalb der queeren Community. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Also ich persönlich habe tatsächlich offline noch keine negativen Erfahrungen gemacht in queeren Kreisen. Drum halte ich mich jetzt irgendwie nicht für die beste Person, die Frage zu beantworten. Also meine negativen Erfahrungen belaufen sich dann hauptsächlich darauf, dass auf die A*specs vergessen wird, zum Beispiel, aber weniger darauf, dass aktives Gatekeeping besteht. Ich habe leider auch schon vereinzelt anderes gehört, Ich sehe, dass Leute auf Discord am Schreiben sind, vielleicht kriegen wir da gleich was zu hören. Zu lesen, ja, also erst das eine, dann das andere. Wir lesen vor, dann hören wir es auch. Genau. Also ich habe das natürlich wieder mit Stammtischen, mit Ace-Stammtischen Erfahrungen, also zumindest mit dem, den ich geleitet habe, aber halt so mit queeren Stammtischen, queeren Treffen jetzt nicht so arg viel. Daher habe ich weder Gatekeeping-Erfahrungen noch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Wobei ich sagen muss, ich selber war halt bisher nur auf Ace-Stammtischen und dedizierten Ace-Veranstaltungen, außer jetzt, sagen wir mal, CSD oder so, aber auch da habe ich irgendwie jetzt nicht groß mitbekommen, dass Leute irgendwie Aces ausschließen würden. Ja, also meine Erfahrungen waren durchwegs positiv. Ich war auch viel in verschiedenen allgemein queeren Kontexten unterwegs und habe da nie Gatekeeping erlebt. Das scheint eher ein Online-Ding zu sein, vor allem auf Tumblr, offline nicht so. Das würde sich so ein bisschen mit meiner Erfahrung decken. Also ich habe von ein oder zwei Personen mal gehört, dass sie sowas offline erlebt haben, aber das dürfte eher im Vergleich zu dem, was ich sonst höre, eher seltener passieren. Und eher Einzelpersonen betreffen, die dann ein bisschen seltsam drauf sind. Ich meine, das Problem ist für eine Person, die gegatekeept wird, macht es halt dann auch keinen Unterschied mehr, ob das jetzt der ganze Stammtisch ist oder eine Person. Das ist richtig klar. Aber klar, für uns im großen es ist natürlich gut zu wissen, dass das eher Einzelpersonen machen, als die ganze Community sagt, verschwindet hier oder so. Mhm. Ich meine, das Problem hast du ja, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, generell, egal um welche Queer-Identität es geht, dass das ein paar Einzelpersonen sind, die halt dann sehr laut sind oder halt bestimmte Regionen halt irgendeine Gruppe unter sich haben und dann halt dort den Ton angeben. Aber wenn du so im Großen und Ganzen, also die Mehrheit ist es nicht. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist, denke ich, höher, dass man auch Leute trifft, die einen willkommen heißen, als man auch gatekeepende Leute trifft. Restlands Katz hat gerade noch geschrieben, es gab Gatekeeping in einigen Frauengruppen, wo man hat Probleme, nicht lesbisch zu sein, nicht offen für bi- oder non-binary. Aber es war also circa 10 Jahre her. Mhm. Also ich hoffe einfach auch, dass das immer besser wird und eher, ja, auch auf unterschiedliche Identitäten bezogen, also nicht nur aufs A*spec, aber halt auch aufs Nicht-Binär-Sein und aber grundsätzlich eher online die Probleme. Ja. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, sich zu outen, weil es mir gerade eingefallen ist. Ich kenne tatsächlich wen, der hat sich über Social Media geoutet. So einmal als Rundumschlag sozusagen? Ja, wäre wahrscheinlich nicht meine Herangehensweise gewesen, aber hat quasi einmal diesen Post abgesetzt. Ich meine, es haben nicht alle verstanden, es gab dann trotzdem immer wieder noch Schwierigkeiten, aber die Person hat sich halt erstmal, also bei mir war er tatsächlich schon geoutet, aber hat sich dann auf Social Media geoutet. Mhm. Spannend. Aber der Vollständigkeit wegen. Manchen Menschen liegt das vielleicht auch. Interessant. Das klingt aber dann auch nach jemand, der dickes Fell hat. Ja, im Zweifelsfall. Ja. Oder sich im Rahmen seiner Social-Media-Kontakte sicher genug gefühlt hat, dass es hinhaut. Mhm. Im Großen und Ganzen. Voll. Also. Ah, die Falltür wird kriegt so langsam Struktur. Sehr schön. Ja, ich lasse mich ja auch gerade von den Zeichnen hypnotisieren. Wollen wir uns noch mit einem Thema beschäftigen? Mhm. Gerne. Ich würde dann fragen, also ich würde dann vielleicht noch auf negative Coming-out-Erfahrungen eingehen und wie wir mit sowas umgehen. Was sagt ihr? Habt ihr negative Erfahrungen auch gemacht bei Coming-outs? Also oder so gar nicht? Und habt ihr Tipps? Gemacht, ja, Tipps. Kommt drauf an. Also es gab negative Reaktionen, wo es dann geholfen hat, einfach ein bisschen durchzuatmen und ganz in Ruhe mit der Person zu reden und nachzuhaken, wie sie das gemeint hat, beziehungsweise halt erstmal nicht davon auszugehen, dass die Person da jetzt irgendwie bösartig war, sondern einfach nur unwissend. Dann hat sich dann halt im Laufe des Gesprächs dann ergeben, okay, das war wirklich nur Unwissenheit und wenn Ich bin da halt in das Gespräch damals rein, auch zwischen Tür und Angel, habe die Person dann quasi damit überrumpelt. Daraufhin kamen einige sehr abwehrende Reaktionen. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, das war schlechtes Timing, wir versuchen es nochmal, wir erklären das nochmal in Ruhe. Und es hat dann eine ganze Weile gedauert, das Gespräch, aber am Ende habe ich dann festgestellt, okay, wir haben es verstanden. Und hat zwar immer noch ein paar seltsame Kommentare abgegeben, aber dann auch durch meine Reaktion verstanden, okay, es ist vielleicht dann, die muss dann noch ein bisschen lernen. Also ich habe dann, mir fällt jetzt gerade der passende deutsche Begriff nicht ein, so I stood my ground. Also ich bin da jetzt auch nicht davon abgewichen, von den Aussagen über mich selber. Und habe mich dann halt auch ja nicht verunsichern lassen dadurch. Das ist aber halt nicht so einfach am Anfang. Das braucht eine Weile, bis man da sicher genug ist. Ansonsten nachfragen, erklären, Geduld haben und im Zweifelsfall das Gespräch abbrechen, wenn es nicht mehr geht. Ja, total. Und wenn jemand wirklich merkt, dass eine Person einen nicht akzeptiert, also sei es, weil die Person das Outing ignoriert, sei es, weil sie versucht, die Identität oder das Label wegzureden, sei es, weil die Person einem Maßnahmen nahelegt, um die eigene Identität zu verändern oder sonst etwas, oder sagt oder klar zeigt auf irgendeine Weise, dass sie das nicht akzeptiert, dann würde ich sagen, also das ist dann oft ganz gut. Also ich meine, ich tendiere oft dann trotzdem auch nicht in allen Fällen, ist ein bisschen kompliziert. Ich tendiere manchmal dann trotzdem Kontakt zu halten, aber es ist jedenfalls total okay zu sagen, ich distanziere mich jetzt von der Person, und im Notfall, wenn man das Gefühl hat, das tut einem besser, ist das auch total okay, mit einer Person dann gar keinen Kontakt mehr zu haben, sofern möglich. Also das ist halt leider nicht bei allen Menschen möglich. Also in der eigenen Familie wird es zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben wahrscheinlich eher schwieriger. Mhm. Gerade wenn eine Person von ihrer Familie noch oder gerade abhängig ist. Aber ich denke, dass es sonst, also wenn es möglich ist, auch total gerechtfertigt ist zu sagen, entweder ich distanziere mich ein bisschen von der Person oder vollständig, je nachdem, was einer Person selber gerade gut tut und was eine Person noch braucht. Und wenn einem, also ich meine, mir tut es oft ganz gut, Dinge nicht stehen zu lassen und etwas zu sagen. Also was weiß ich, sei es, was Fakten sind, sei es sonst etwas, auch wenn es vielleicht in dem Moment nichts bringt, unter Anführungszeichen. Aber es ist doch kein Mensch gezwungen, darüber zu diskutieren. Und niemand sollte sich gezwungen fühlen, was weiß ich, seine Identität jetzt zu verteidigen oder die Label, mit denen sich die Person identifiziert, wenn sie das gerade nicht möchte. Und ich glaube, du hast gerade schon gesagt, Tenna, ein Gespräch kann jederzeit beendet werden, wenn einem das Gespräch selber nicht mehr gut tut. Das kann man dann auch genauso wortwörtlich dann auch so formulieren. Also dann halt einfach sagen, ich habe das Gefühl, das Gespräch bringt gerade nichts mehr, ich breche das jetzt ab. Ja, richtig. Wir haben da auch eine Meldung auf Twitch dazu. Catbear schreibt, meine ersten 3 Outings wurde ich direkt pathologisiert. Konnte dann nur die Fakten darlegen und appellieren, dass die sich selbst mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Also da ist es dann auch völlig valide zu sagen, man zieht sich da raus und dann müssen die Leute entweder selber ihre Arbeit machen und sich damit auseinandersetzen oder man hält sich da weg und ist vielleicht auch einfach ab und zu verschwendete Energie da reinzustecken, wenn es Leute einfach nicht hören wollen. Ja. Total. Also ich denke, die eigenen Grenzen beachten ist da immer das Wichtige. Und das kann sich auch verändern. Bei manchen Menschen hilft das, weil man ihnen einfach ein bisschen Zeit lässt. Bei anderen Menschen hilft das gar nichts. Ja. Und das abzuschätzen und wo die eigenen Grenzen sind, das weiß eine Person selbst dann wahrscheinlich am besten. Ja. Und was halt auch bei manchen Leuten helfen kann, je nachdem, in welcher Beziehung man zu den Leuten steht, ist, sie halt wirklich auch darauf anzusprechen, was eine bestimmte Reaktion mit einem macht. Also, dass man dann wirklich sagt, ey, das verletzt mich jetzt. Also ich kann dann halt sagen, ich habe mich jetzt habe mir jetzt die Zeit genommen, dir das zu sagen und es war mir wichtig, dir das mitzuteilen und die Art, wie du jetzt darauf reagierst oder das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich nicht okay. Oder halt auch sagen, hey, du stellst jetzt gerade was in Abrede, was ich über mich selbst sage. So. Das braucht ein bisschen Übung, ja. Aber je öfter man das macht, desto sicherer wird man auch. Hm? Ich dachte, du wärst fertig und hab deswegen sagen wollen, dass wir einen Kommentar bekommen haben. Aber du warst noch nicht fertig und darum habe ich wieder aufgehört zu reden. Okay, wir haben einen Kommentar von Restlands Katz. Oh je. Ich glaube, ich bin schon zu müde, um zu wissen, wann du noch redest und wann nicht. Sorry. Ist gut. Ich lese ihn gerade mal vor. Katz schreibt, ich habe als Kind gesagt zu meiner Mutter, dass ich vielleicht lesbisch war und sie sagte, nein, das könnte ich nicht sein. Ich habe lange gewartet, bis eine vertraute beste Freundin der ich offen sein konnte mit dem Questioning in der Uni-Zeit. Es ist schwer, aber nicht alle Leute brauchen ihre Offenheit oder eine Erklärung. Das stimmt. Also das nicht allen Leuten gegenüber muss man sich outen. Nicht alle Leute haben die Zeit und die Energie verdient. Das ist einfach so. Es freut mich, dass du da jemanden gefunden hast, den du dich öffnen konntest. Und das ist auch schon mal viel wert, gerade mit der negativen Erfahrung vorher. Also manchmal hat man aber auch schon so ein Bauchgefühl, bei wem es eine sinnvolle Sache wäre, sich zu outen und bei wem man es vielleicht besser bleiben lässt. Und manchmal muss man da einfach durch die Erfahrung durch. Ja. Ach Mensch. Nee, aber wie gesagt, teilt euch eure Energie ein und wenn ihr das Gefühl habt, nee, das schaffe ich heute nicht oder das schaffe ich bei der Person nicht, dann lasst es einfach bleiben. Seid euch da selbst so viel wert. Vor allem, man muss es auch nicht rushen. Man kann sich Zeit lassen, damit sich gegenüber Leuten zu outen. Ja. Es muss nicht jeder machen. Einen, der mit der Uhr nebendran steht und sagt, hier, jetzt wird es Zeit. Ja. Genau. Yes. Na gut. Ich denke, wir nähern uns dann langsam dem Ende unserer Zeit. Also wir haben ein bisschen später angefangen. Gibt es irgendwas, was ihr noch sagen möchtet? Oder gibt es irgendwas, was noch gefragt werden möchte oder kommentiert werden möchte? Sowohl hier auf der Stage, als auch auf Twitch, als auch im Discord-Chat. Außer vielleicht eine letzte Beschreibung des Bildes dann nochmal. Ja, bitte, mag jemand das Bild beschreiben? Das Problem ist, dass bei mir der Stream gerade hängt und ich es deswegen nicht machen kann. Okay. Wer sieht das Bild noch? Ich sehe es noch. Aber es kann es gerne jemand anders beschreiben. Ich finde es einfach wunderschön. Was machst du? In einem Wort. Ja, was hat sich inzwischen seit dem letzten Mal verändert? Die Luke ist inzwischen platziert worden in einem Garten. Man sieht ganz viel Rasen, Blumen, Fische im Hintergrund. Sonnenstrahlen, Cover vom Himmel. Wir haben Lensflare-Effekte, super fancy. Alle Charaktere sind durchkoloriert. Aarons Hut hat jetzt auch die grüne Farbe bekommen. Das Bild schaut relativ gut fertig aus. Die Luke schaut holzig aus. Gefällt mir sehr gut. Hat Potenzial für das nächste Hintergrundbild. Wobei ich den Teppichflug immer noch sehr gut finde. Vielleicht muss ich so eine Rotation einrichten oder sowas. Ich frage mich halt die ganze Zeit, was sich da unter diesem Rasen befindet. Also, wir haben da irgendeinen geheimen Keller, glaube ich. Okay. Melle, wir müssen da eine Story drum spielen. Ja. Wir haben einen geheimen Keller. Bei der Story bin ich dabei. Ja. Okay. Also insgesamt hat das Ganze übrigens so ein bisschen den Eindruck. Danke, Catbier, für das Lob. Ja, vielen Dank. Ja, gut. Morgen kommt die nächste Folge. Ja, das stimmt. Morgen kommt die nächste Folge von Inspektren. Aber bevor wir das zum Abschluss bringen, gibt es irgendwas, was ihr euch von heute mitnehmt aus dem Austausch? Ich nehme mit, dass es auch mit technischen Problemen geht. I guess. Irgendwie so. Ja, meine erste Podcast-Folge, die ich am Handy gemacht habe. Tatsächlich, weil ich nicht in Discord kam auf dem Browser. Aber es hat geklappt. Ja. So, vielen Dank Discord, aber okay. Ja, und trotz vieler Discord-Probleme, die anscheinend ja nicht nur JJ hatte, sondern auch andere Leute, wir hatten zu Hochzeiten, glaube ich, 24, 25 Leute hier im Channel. Und auch bei Twitch sind es, glaube ich, mit 18 gerade die Höchstzahl an Zuschauern. Also voll cool, dass so zahlreich Leute kamen. Ja, gut. Ja. Dann sind wir eigentlich so gut wie am Ende, oder? Ja, würde ich sagen. Das Bild findet ihr dann, genau. Das fertige Bild findet ihr die nächsten Tage bei uns und bei Melle, wenn ich mich nicht irre. Ja, dann Melle, vielen Dank fürs Bildzeichnen. Ich finde es auch richtig, richtig toll. Ganz ehrlich. Der Stream kann dann auf YouTube nachgeschaut werden in ein paar Tagen. Ob mit oder ohne den technischen Problemen am Anfang, überlegen wir noch, glaube ich. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Nee. Ich glaube, die Leute, die jetzt da waren, müssen den Stream nicht nachschauen, aber vielleicht, wenn ihr einen Teil verpasst habt oder so. Oder wenn ihn wer anderer schauen soll. Ich weiß nicht, es gibt viele Möglichkeiten für so einen Stream. Genau. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, findet ihr uns noch auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren_podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel. Findet ihr alles auf unserer Homepage. Oder wenn irgendjemand nett ist, schickt das noch in den Chat hier. Ja, dann findet ihr uns auf dem Aspec German Discord-Server, wo wir manchmal im Voice-Chat sind oder auch einen eigenen Channel haben, in den ihr schreiben könnt. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt. Das wäre inspektren@gmx.net. Genau, und das war's dann eigentlich für heute. Müssen wir jetzt alle sowas wie Tschüss sagen? Ja, ich glaube schon, ja, oder? Ihr dürft, wenn ihr wollt. Ich schreibe zumindest noch unsere Homepage hier irgendwo in den Chat. Wie beendet man so einen Stream? Hat es euch gefallen? Dann lasst noch Subs da, lasst den Daumen nach oben, ein Abonnement und drückt auf die Glocke, oder wie war das? Ja, ja, also, verstehe ja. Schreiben. Genau. Na gut. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss zusammen, schön wart ihr da.